Am 13. September 1872 meldete der in Nürnberg erscheinende fränkische Kurier: Heute Morgen 5:30 Uhr entschlief Ludwig Feuerbach ohne jeden Todeskampf. Die Beerdigung wird am nächsten Sonntag stattfinden. 2 Schlaganfälle waren vorausgegangen. Man kannte den Philosophen, doch bereits seit den 1850er Jahren war es ruhig um ihn geworden. Der Höhepunkt seiner Popularität lag im sogenannten Vormärz, also um 1848-49, einer Zeit politischer Umbrüche und revolutionärer Erhebungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Die Revolutionäre wollten eine demokratische Umgestaltung der Gesellschaft. Feuerbach ist ein ausgesprochener Demokrat. Feuerbach war ab 1869 Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, einer Partei, die damals für tiefgreifende Gesellschaftsreformen eintrat. Nach Bekanntwerden seines Todes rief die Nürnberger Sozialdemokratie ihre Genossen dazu auf: Dem großen Kämpfer für die Befreiung des Volkes aus den Banden geistiger Sklaverei die letzte Ehre zu erweisen. Da ist Feuerbach einer der großen Vorredner eines universalen Humanismus. Feuerbachs Spätwerk konnte sein Verleger kaum noch verkaufen. In Deutschland ließ das Interesse an seiner Philosophie in den 1860er Jahren nach. Allerdings war vor allem sein religionskritisches Hauptwerk, Das Wesen des Christentums, erschienen 1841 in Übersetzungen in Frankreich, England und den USA sehr verbreitet und wurde teilweise wegen immer wieder neu ergangener Verbote illegal verkauft. Der Zweck des Menschen an sich selbst, das ist ja seine Würde, hinter die wir nicht zurückfallen dürfen. Und an der hält Feuerbach, das ist auch sein radikaler Humanismus, an dieser Würde hält er ja nun unbedingt fest. Ludwig Feuerbach selbst lebte seit 1837 zurückgezogen auf dem Land. Zunächst bei Ansbach, dann in der Nähe von Nürnberg. In seinen letzten Jahren beteiligte er sich weder publizistisch noch persönlich an den politischen Ereignissen. Die auf heute Nachmittag 4 Uhr angesetzte Begräbnisfeier Dr. Ludwig Feuerbachs setzte, wie bei der Verehrung, welche dem berühmten Gelehrten auch in allen Kreisen unserer Bevölkerung geweiht wurde, vorauszusehen war, die ganze Stadt in Bewegung. An der Trauerfeier nahmen zwischen 5.000 und 6.000, nach anderen Quellen 20.000 Menschen teil. Die Nürnberger Sozialdemokraten machten mit ihren roten Fahnen Feuerbachs Beerdigung zu einer ungenehmigten Demonstration. Einige Jahre zuvor hatten die Sozialdemokraten für den Philosophen Geld gesammelt, um ihm den Lebensunterhalt zu sichern. Ludwig Feuerbach hatte zwar einige Jahre an der Universität Erlangen als Privatdozent Philosophie gelehrt, erhielt aber aus politischen Gründen nie eine bezahlte Professur. Er lebte eher bescheiden, zunächst vor allem von den Einnahmen, die seine Frau aus einer kleinen Porzellanfabrik bezog, und von den unregelmäßigen Honoraren für seine Bücher. Seine Publikationsmöglichkeiten waren jedoch sehr beschränkt, so die Professorin Ursula Reitemeier. Sie ist Philosophin an der Universität Münster und Vorsitzende der Feuerbach-Gesellschaft. Man kann nichts einfach so veröffentlichen. Das muss alles mehr oder weniger heimlich geschehen. Man muss irgendwie einen Verleger finden, der das für einen arrangiert. In einem Staat darf man es verkaufen, im anderen wieder nicht. Das machte das Leben als freier Schriftsteller und Philosoph schwierig. Anonym schrieb Ludwig Feuerbach in einem Lexikonartikel über sich: Ludwig Feuerbach. Geboren den 28. Juli 1804, welcher die Rolle seines Vaters zu wiederholen bestimmt scheint, aber auf einem ganz anderen Gebiete, studierte erst Theologie, dann Philosophie in Heidelberg und Berlin, dozierte einige Jahre in Erlangen, zog sich dann im Bewusstsein, dass eine Universität, wo außer dem Kartoffelbau der Brotwissenschaften nur die fromme Schafszucht im Flur ist, kein Ort für ihn sei, und zog sich im Gefühl, dass er mit Gedanken schwanger gehe, die nur in einem ungestörten und unabhängigen Leben zur Reife gedeihen könnten, aufs Land zurück. Dass die fromme Schafszucht seine Sache nicht sei, das deutete sich bereits in seiner anonym erschienenen Frühschrift aus dem Jahre 1830 an. Der Titel?
Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. Die Schrift war abgefasst in Xenien, einem antiken Versmaß, das bereits in der Antike in polemischen Schriften verwandt wurde. Feuerbach polemisierte gegen Religion und Gottesglauben. Sonst war freilich die Religion Stütze des Staates, aber jetzt ist der Staat Stütze der Religion. Schon wird der Glaube sogar jetzt gemacht zu einem Gesetze, bald ist die Polizei die Basis der Religion. Feuerbachs Bruch mit dem Gottesglauben war kein plötzlicher. Er beschäftigte sich mit der Geistesgeschichte und orientierte sich an Philosophen, die der Natur und der menschlichen Sinnlichkeit größere Bedeutung beimaßen. Und er beschäftigte sich mit Mystikern und Pantheisten, die den Glauben an einen persönlichen Gott aufgegeben hatten. Gott, der immer schon da ist, den gibt es nicht. Aber Gott als Konstruktion des menschlichen Verstandes, diesen Gott gibt es. Entscheidend für Feuerbach war der Gedanke, dass nicht Gott den Menschen geschaffen habe, als sein Abbild, wie es im Genesis-Kapitel der Bibel heißt, sondern umgekehrt. Dass sich der Mensch seine Götter geschaffen habe, als seine idealisierten Abbilder. Was der Mensch selbst nicht ist, aber zu sein wünscht, das stellt er sich in seinen Göttern als seiend vor. Die Götter sind als wirklich gedachte, die in wirkliche Wesen verwandelten Wünsche des Menschen. Es bedeutet so viel, was der Mensch sich als Tugenden vorgestellt hat und Werte, die er hochachtet, zum Beispiel auch so etwas wie Mitmenschlichkeit und Ehrlichkeit und Solidarität und Respekt und auch Wissen hat ja einen hohen Wert, dass diese Eigenschaften, und die der Mensch auch kämpft und die er auch in sich herausbilden will, diese guten Eigenschaften, dass er die ja in die Idee Gottes verpflanzt, dass also das, was der Mensch wünscht, dass er das auf die Idee Gottes projiziert. Nach Feuerbach ist mit einer einfachen Ablehnung des Gottesgedankens nichts erreicht. Den Gottesgedanken gilt es zu entmystifizieren, ihn zu erkennen als das, was er ist. Eine Projektion menschlicher Wünsche und Hoffnungen, meint die Philosophin Ursula Reitemeier. Von daher kann man auch gar nicht mal sagen, dass Feuerbach die Existenz Gottes verneint hätte, sondern er hat nur die Existenz Gottes als ein außerweltliches Geschehen verneint. Gott existiert, aber zwischen den Menschen und als Idee des Menschen und auch als Idee des Menschen von sich selbst in seiner vollkommenen Ausprägung, wenn es denn möglich wäre, wenn wir all unsere Fähigkeiten, die wir hätten, vollkommen entfalten und entwickeln könnten, dann kämen wir in so etwas wie eine gottähnliche Position. Gott ist so eine Zielrichtung, eine Zielperspektive für uns. Die auf Gott projizierten Wünsche selbst haben ihre Berechtigung, wenn sich der Mensch nicht als isoliertes Einzelwesen, sondern als Gattungswesen versteht. Hinter der Allmacht Gottes verberge sich etwa der Wunsch, die Natur zu beherrschen. Im Glauben an einen fürsorglichen und liebevollen Gott drücke sich der Wunsch nach einem solidarischen, liebevollen Zusammenleben aus und so weiter. Durchschauen die Menschen dieses Wesen der Religion, dann können sie die darin ausgedrückten Wünsche erkennen und sie auch politisch als Orientierung für ihr Handeln nutzen. An die Stelle der Gottheit haben wir daher die menschliche Gattung oder Natur zu setzen. An die Stelle des Jenseits über unserem Grab im Himmel, das Jenseits über unserem Grabe auf Erden, die geschichtliche Zukunft, die Zukunft der Menschheit. Theologie, also die Wissenschaft von Gott, ist eigentlich Anthropologie, die Wissenschaft von Menschen. Der Glaube an Gott entfremdet den Menschen von sich selbst. Der Gottesglaube in jeder Variante verhindert, dass die Menschen ihre wahren Interessen erkennen. Sie bleiben politisch unmündig. So Feuerbach und die Philosophen, die an sein Denken anknüpften. Die Kritik der Religion ist die Voraussetzung jeder Kritik, schrieb der junge Karl Marx. Polemisch zugespitzt heißt das bei ihm: Religion ist das Opium des Volkes. Also nicht Opium fürs Volk, wie oft falsch zitiert.
Religion ist kein süchtig machendes Rauschmittel, das dem Volk zwecks Verblödung von den Priestern verabreicht wird, sondern ein Betäubungsmittel, zu dem das Volk greift, um die unmenschliche Wirklichkeit ertragen zu können. Religion behindert so die Herstellung humaner Verhältnisse. In den zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlichten Thesen über Feuerbach schrieb Marx zuspitzend: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Feuerbach war kein Politiker oder Revolutionär. Er versuchte, die Welt zu verändern, indem er die Sicht auf die Welt vom Gottesglauben und von beruhigenden Hoffnungen auf ein besseres Jenseits befreit. Ursula Reitemeier: Der Jenseitsglaube, der steht unter einer viel schärferen Kritik, weil der nämlich den Blick vom Diesseits und von den Problemlagen des Diesseits abwendet. Das ist der Hauptpunkt seiner Kritik. Dass die Vorstellung, das, was wir hier in diesem Leben nicht erreichen können, aber dann im Jenseits erreichen könnten oder dass das kompensiert wird, das sind Vorstellungen, also da kann Feuerbach überhaupt nichts mit anfangen. Und da würde er auch sagen, das lähmt politische und gesellschaftliche Entwicklungen. Da ist er ein radikaler Gegner, er ist auch ein radikaler Gegner der Kirchen und ein radikaler Gegner der spekulativen Dogmen, die da aufgestellt werden. Und mit diesen Auffassungen stand Ludwig Feuerbach 1848-49 an der Seite der Menschen, die für eine demokratischere Gesellschaft kämpften. Revolten wurden in Berlin, Paris und Prag blutig niedergeschlagen. Die Befürworter einer Verfassung versammelten sich in Frankfurt in der Paulskirche, um für die deutschen Länder eine Verfassung durchzusetzen. Feuerbach stieß zu ihnen, wandte sich dann aber ab. Die besten, die Zukunft Deutschlands entscheidenden Kräfte und Köpfe, und dies sind die republikanischen und demokratischen, stehen außer dem Parlament. Feuerbach hielt Ende 1848 im Heidelberger Rathaus eine Vortragsreihe zum Wesen der Religion. Studenten und Bürger der Stadt hatten ihn eingeladen. Feuerbach hatte 100 zahlende Zuhörer und Zuhörerinnen. Handwerker und Arbeiter durften unentgeltlich von der Galerie des Rathaussaales zuhören. Schriftsteller und Journalisten waren anwesend. Der junge Gottfried Keller hatte hier eine Art Erweckungserlebnis. Ich werde Tabula rasa machen mit allen meinen bisherigen religiösen Vorstellungen. Die Welt ist eine Republik, sagt Feuerbach, und er trägt weder einen absoluten noch einen konstitutionellen Gott. Doch Feuerbach kritisierte nicht nur, so die Feuerbach-Expertin Ursula Reitemeier. Gott ist tot und das Ende aller Werte. Genau das passiert bei Feuerbach nicht. Sondern der Mensch als Wert ist jetzt in den Mittelpunkt geraten und das ist das Unbedingte. Der Mensch ist Zweck an sich selbst. Er darf nicht als bloßes Mittel zum Erreichen anderer Zwecke funktionalisiert werden. Wo die Moral auf die Theologie gegründet wird, da kann man die unmoralischsten, unrechtlichsten, schändlichsten Dinge rechtfertigen und begründen. Feuerbach will die Moral auf den Menschen gründen, nicht auf Gott, und nicht auf eine Pflichtethik. Was anderes kann die Aufgabe der Moral sein, als dieses in der Natur der Dinge gegründete Band zwischen eigener und fremder Glückseligkeit mit Wissen und Willen zum Gesetz des menschlichen Handelns zu machen? Liebe nennt Feuerbach das Prinzip der Moral. Es ist eine vom Gottes- und Jenseitsglauben befreite Liebe. Wenn die alte Philosophie sagte, was nicht gedacht wird, das ist nicht, so sagt die neue Philosophie, was nicht geliebt wird, das ist nicht. Gemeint ist die Liebe des Menschen zu sich selbst, das heißt die Liebe zum menschlichen Wesen, die Liebe, welche der Anstoß zur Befriedigung und Ausbildung aller Triebe und Anlagen ist. Mit Liebe meint Feuerbach auch die Liebe zur Natur, zur menschlichen und nichtmenschlichen. Meine Lehre fasst sich in zwei Worten zusammen: Natur und Mensch. Natur ist ein klares, sinnliches, unzweideutiges Wort und Wesen. Das Wesen aber, in dem die Natur ein persönliches, bewusstes, verständiges Wesen wird, ist und heißt bei mir der Mensch. Und dieses verständige Wesen ist der ganze Mensch.
Feuerbach trennt ihn nicht in zwei Hälften, in einen sündigen sinnlichen und in einen höheren geistigen Teil. Das ist auch eine Besonderheit bei Feuerbach und das geht auch so ein ganz klein bisschen gegen den antisexuellen Zeitgeist des 19. Jahrhunderts. Feuerbach denkt diese Liebe zwischen den Menschen durchaus körperlich. Und das ist nicht etwas Triebhaftes, sondern hier ist der Mensch auch ganz bei sich, ganz im Gefühl. Und das ist auch durchaus eine geistige Verbindung. Das ist eigentlich auch etwas Besonderes und etwas sehr Progressives. Die Liebe des anderen sagt dir, was du bist. Der Liebende allein hat des Geliebten wahres Wesen in Augen und Händen. Um den Menschen zu erkennen, muss man ihn lieben. Die in der Philosophiegeschichte häufig vorgenommene Trennung von Körper und Geist, Leib und Seele, will Feuerbach überwinden. Ja, die Leiblichkeit ist eben nicht bloß Leiblichkeit. Sie ist eben zugleich auch immer eine Geistigkeit. Also zwei Leiber, die sich verbinden. Feuerbachscher Sprache ist was ganz anderes als zwei Körper, die einen Geschlechtsakt vollziehen. Lieben kannst du nicht, ohne deine Liebe zu bekennen, zu äußern, zu betätigen. Denn die Liebe hast du nicht für dich, sondern für den anderen. Das sind Ansätze einer Sozialphilosophie, die erst später bei Martin Buber wieder aufgenommen werden. Und es sind Ansätze zu einer Erkenntnistheorie. Der Mensch verdankt seiner Existenz der Sinnlichkeit. Die Vernunft, der Geist, macht Bücher, aber keine Menschen. Wenn die Vernunft, wenn der Geist Herr der Welt wäre, es existierte nur der Mensch in abstracto, der geschlechtslose Begriffsmensch, aber es existierten keine Menschen im Plural. Ein Glück für uns ist es daher, dass der Mensch außer dem Einheitstrieb auch einen Vermehrungstrieb, außer dem Erkenntnistrieb, auch den Geschlechtstrieb hat. In diesem Sinne, betont Feuerbach, ist der Mensch beides. Ein konkretes sinnliches Wesen und ein vernünftiges, zur Abstraktion fähiges. Erst im Kommunikationsprozess realisiert sich die Erkenntnis. Die neue Philosophie stützt sich auf die Wahrheit der Liebe und die Wahrheit der Sinnlichkeit. Abgesehen von seinen philosophiehistorischen Schriften und seinen religionskritischen Analysen bleibt seine neue Philosophie fragmentarisch. Feuerbach entwickelt kein neues System, sondern gibt Anregungen, auf welcher Grundlage eine menschenfreundliche Philosophie oder Anthropologie denkbar ist. Und er nimmt politisch Stellung. Er hat einen Begriff vom Kommunismus und er sagt sogar von sich selber, dass er Kommunist sei, allerdings im ursprünglichen Sinne des Wortes, nämlich dass er Gemeinmensch sei. So übersetzt er den Begriff des Kommunisten. Also nicht so sehr als eine politische Kategorie, sondern beinahe als eine ethische Kategorie. Ich würde sagen, er begreift den Kommunisten auch als einen Demokraten. Feuerbach ist ein ausgesprochener Demokrat. Und das ist sicherlich etwas, was ihn von Marx und auch Engels unterscheidet. Rückblickend fasst Friedrich Engels die Bedeutung Feuerbachs zunächst sehr positiv zusammen. Außer der Natur und den Menschen existiert nichts. Und die religiösen Wesen, die unsere Fantasie schuf, sind nur die fantastischen Rückspiegelungen unseres eigenen Wesens. Der Bann war gebrochen. Wir waren alle Feuerbachianer. Engels würdigte Feuerbach als respektablen Vorfahren, aber nur als Vorfahren, dessen Denken aufgehoben und überwunden wurde im wissenschaftlichen Sozialismus von Marx und Engels. Das mag ein Grund sein, weshalb Feuerbach in Philosophiegeschichten oft nicht mehr ist als ein Unterkapitel unter der Bezeichnung Junghegelianer, also als Schüler Hegels abgehandelt wird. Ein anderer Grund ist, dass sein Denken sich schneller Einverleibung entzog. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der so frei von allem Schulstaub, von allem Schriftdünkel wäre, wie dieser Feuerbach, schrieb der Schriftsteller Gottfried Keller, als er Feuerbachs Vorlesungen in Heidelberg hörte. In seinem Roman »Der grüne Heinrich« vergleicht Keller Feuerbach mit einem Vogel, der auf seinem grünen Aste in der Wildnis sitzt und mit seinem monotonen, tiefen und klassischem Gesang den Gott aus den Herzen der Menschenbrust wegsingt.
und die Befreiung des Volkes aus dem Banden geistiger Sklaverei, wie es in einem Nachruf heißt, macht ihn zu einem Philosophen, der Abwehr provoziert. 1930 wurde in Nürnberg ein Denkmal für ihn eingeweiht. Dem Freidenker Ludwig Feuerbach, 1804 bis 1872. Die Nazis ließen das Denkmal 1933 mit der Begründung entfernen: Es steht der gottgläubigen Tendenz des neuen Deutschlands entgegen. Als 1955 das Denkmal wieder aufgestellt werden sollte, gab es heftigen Protest. Die Begründung, das Denkmal sei eine Gotteslästerung, eine Frivolität, ein öffentliches Ärgernis, eine Absage an das, was katholischen Christen heilig und verehrenswürdig ist. Ein evangelischer Kirchenfunktionär verstieg sich sogar zu der Behauptung, was totalitäre Staaten sich an Verachtung der Menschenwürde geleistet haben, geht weitgehend auf Feuerbach zurück. Dessen ungeachtet wurde im Jahr 1955 das Denkmal aufgestellt. Zwei Aussprüche Feuerbachs befinden sich auf dem Gedenkstein. Tue das Gute um des Menschen willen. Und? Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Wenn die alte Philosophie sagte, was nicht gedacht wird, das ist nicht, so sagt die neue Philosophie, was nicht geliebt wird, das ist nicht. Gemeint ist die Liebe des Menschen zu sich selbst, das heißt die Liebe zum menschlichen Wesen, die Liebe, welche der Anstoß zur Befriedigung und Ausbildung aller Triebe und Anlagen ist. Mit Liebe meint Feuerbach auch die Liebe zur Natur, zur menschlichen und nichtmenschlichen. Meine Lehre fasst sich in zwei Worten zusammen: Natur und Mensch. Natur ist ein klares, sinnliches, unzweideutiges Wort und Wesen. Das Wesen aber, in dem die Natur ein persönliches, bewusstes, verständiges Wesen wird, ist und heißt bei mir der Mensch. Und dieses verständige Wesen ist der ganze Mensch. Feuerbach trennt ihn nicht in zwei Hälften, in einen sündigen sinnlichen und in einen höheren geistigen Teil. Das ist auch eine Besonderheit bei Feuerbach und das geht auch so ein ganz klein bisschen gegen den antisexuellen Zeitgeist des 19. Jahrhunderts. Feuerbach denkt diese Liebe zwischen den Menschen durchaus körperlich. Und das ist nicht etwas Triebhaftes, sondern hier ist der Mensch auch ganz bei sich, ganz im Gefühl. Und das ist auch durchaus eine geistige Verbindung. Das ist eigentlich auch etwas Besonderes und etwas sehr Progressives. Die Liebe des anderen sagt dir, was du bist. Der Liebende allein hat des Geliebten wahres Wesen in Augen und Händen. Um den Menschen zu erkennen, muss man ihn lieben. Die in der Philosophiegeschichte häufig vorgenommene Trennung von Körper und Geist, Leib und Seele, will Feuerbach überwinden. Ja, die Leiblichkeit ist eben nicht bloß Leiblichkeit. Sie ist eben zugleich auch immer eine Geistigkeit. Also zwei Leiber, die sich verbinden. Feuerbachscher Sprache ist was ganz anderes als zwei Körper, die einen Geschlechtsakt vollziehen. Lieben kannst du nicht, ohne deine Liebe zu bekennen, zu äußern, zu betätigen. Denn die Liebe hast du nicht für dich, sondern für den anderen. Das sind Ansätze einer Sozialphilosophie, die erst später bei Martin Buber wieder aufgenommen werden. Und es sind Ansätze zu einer Erkenntnistheorie. Der Mensch verdankt seiner Existenz der Sinnlichkeit. Die Vernunft, der Geist, macht Bücher, aber keine Menschen. Wenn die Vernunft, wenn der Geist Herr der Welt wäre, es existierte nur der Mensch in abstracto, der geschlechtslose Begriffsmensch, aber es existierten keine Menschen im Plural. Und Nichtmenschlichen. Meine Lehre fasst sich in zwei Worten zusammen: Natur und Mensch. Natur ist ein klares, sinnliches, unzweideutiges Wort und Wesen. Das Wesen aber, in dem die Natur ein persönliches, bewusstes, verständiges Wesen wird, ist und heißt bei mir der Mensch. Und dieses verständige Wesen ist der ganze Mensch.
Feuerbach trennt ihn nicht in zwei Hälften, in einen sündigen sinnlichen und in einen höheren geistigen Teil. Das ist auch eine Besonderheit bei Feuerbach und das geht auch so ein ganz klein bisschen gegen den antisexuellen Zeitgeist des 19. Jahrhunderts. Feuerbach denkt diese Liebe zwischen den Menschen durchaus körperlich. Und das ist nicht etwas Triebhaftes, sondern hier ist der Mensch auch ganz bei sich, ganz im Gefühl. Und das ist auch durchaus eine geistige Verbindung. Das ist eigentlich auch etwas Besonderes und etwas sehr Progressives. Die Liebe des anderen sagt dir, was du bist. Der Liebende allein hat des Geliebten wahres Wesen in Augen und Händen. Um den Menschen zu erkennen, muss man ihn lieben. Die in der Philosophiegeschichte häufig vorgenommene Trennung von Körper und Geist, Leib und Seele, will Feuerbach überwinden. Ja, die Leiblichkeit ist eben nicht bloß Leiblichkeit. Sie ist eben zugleich auch immer eine Geistigkeit. Also zwei Leiber, die sich verbinden. Feuerbachscher Sprache ist was ganz anderes als zwei Körper, die einen Geschlechtsakt vollziehen. Lieben kannst du nicht, ohne deine Liebe zu bekennen, zu äußern, zu betätigen. Denn die Liebe hast du nicht für dich, sondern für den anderen. Das sind Ansätze einer Sozialphilosophie, die erst später bei Martin Buber wieder aufgenommen werden. Und es sind Ansätze zu einer Erkenntnistheorie. Der Mensch verdankt seiner Existenz der Sinnlichkeit. Die Vernunft, der Geist, macht Bücher, aber keine Menschen. Wenn die Vernunft, wenn der Geist Herr der Welt wäre, es existierte nur der Mensch in abstracto, der geschlechtslose Begriffsmensch, aber es existierten keine Menschen im Plural. Ein Glück für uns ist es daher, dass der Mensch außer dem Einheitstrieb auch einen Vermehrungstrieb, außer dem Erkenntnistrieb auch den Geschlechtstrieb hat. In diesem Sinne, betont Feuerbach, ist der Mensch beides. Ein konkretes sinnliches Wesen und ein vernünftiges, zur Abstraktion fähiges. Erst im Kommunikationsprozess realisiert sich die Erkenntnis. Die neue Philosophie stützt sich auf die Wahrheit der Liebe. Als freier Schriftsteller und Philosoph schwierig. Anonym schrieb Ludwig Feuerbach in einem Lexikonartikel über sich. Ludwig Feuerbach, geboren den 28. Juli 1804, welcher die Rolle seines Vaters zu wiederholen bestimmt scheint, aber auf einem ganz anderen Gebiete, studierte erst Theologie, dann Philosophie in Heidelberg und Berlin, dozierte einige Jahre in Erlangen, zog sich dann im Bewusstsein, dass eine Universität, wo außer dem Kartoffelbau der Brotwissenschaften nur die fromme Schafszucht im Flur ist, kein Ort für ihn sei, und zog sich im Gefühl, dass er mit Gedanken schwanger gehe, die nur in einem ungestörten und unabhängigen Leben zur Reife gedeihen könnten, aufs Land zurück. Dass die fromme Schafszucht seine Sache nicht sei, das deutete sich bereits in seiner anonym erschienenen Frühschrift aus dem Jahre 1830 an. Der Titel? Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. Die Schrift war abgefasst in Xenien, einem antiken Versmaß, das bereits in der Antike in polemischen Schriften verwandt wurde. Feuerbach polemisierte gegen Religion und Gottesglauben. Sonst war freilich die Religion Stütze des Staates, aber jetzt ist der Staat Stütze der Religion. Schon wird der Glaube sogar jetzt gemacht zu einem Gesetze, bald ist die Polizei die Basis der Religion. Feuerbachs Bruch mit dem Gottesglauben war kein plötzlicher. Er beschäftigte sich mit der Geistesgeschichte und orientierte sich an Philosophen, die der Natur und der menschlichen Sinnlichkeit größere Bedeutung beimaßen. Und er beschäftigte sich mit Mystikern und Pantheisten, die den Glauben an einen persönlichen Gott aufgegeben hatten. Gott, der immer schon da ist, den gibt es nicht. Aber Gott als Konstruktion des menschlichen Verstandes, diesen Gott gibt es. Entscheidend für Feuerbach war der Gedanke, dass nicht Gott den Menschen geschaffen habe, als sein Abbild, wie es im Genesis-Kapitel der Bibel heißt, sondern umgekehrt, dass sich der Mensch seine Götter geschaffen habe, als seine idealisierten Abbilder.
Was der Mensch selbst nicht ist, aber zu sein wünscht, das stellt er sich in seinen Göttern als seiend vor. Die Götter sind als wirklich gedachte, die in wirkliche Wesen verwandelten Wünsche des Menschen. Es bedeutet so viel, was der Mensch sich als Tugenden vorgestellt hat und Werte, die er hochachtet, zum Beispiel auch so etwas wie Mitmenschlichkeit und Ehrlichkeit und Solidarität und Respekt und auch Wissen hat ja einen hohen Wert, dass diese Eigenschaften. Doch Feuerbach kritisierte nicht nur, so die Feuerbach-Expertin Ursula Reitemeier. Gott ist tot und das Ende aller Werte. Genau das passiert bei Feuerbach nicht. Sondern der Mensch als Wert ist jetzt in den Mittelpunkt geraten und das ist das Unbedingte. Der Mensch ist Zweck an sich selbst. Er darf nicht als bloßes Mittel zum Erreichen anderer Zwecke funktionalisiert werden. Wo die Moral auf die Theologie gegründet wird, da kann man die unmoralischsten, unrechtlichsten, schändlichsten Dinge rechtfertigen und begründen. Feuerbach will die Moral auf den Menschen gründen, nicht auf Gott und nicht auf eine Pflichtethik. Was anderes kann die Aufgabe der Moral sein, als dieses in der Natur der Dinge gegründete Band zwischen eigener und fremder Glückseligkeit mit Wissen und Willen zum Gesetz des menschlichen Handelns zu machen? Liebe nennt Feuerbach das Prinzip der Moral. Es ist eine vom Gottes- und Jenseitsglauben befreite Liebe. Wenn die alte Philosophie sagte, was nicht gedacht wird, das ist nicht, so sagt die neue Philosophie, was nicht geliebt wird, das ist nicht. Gemeint ist die Liebe des Menschen zu sich selbst. Das heißt die Liebe zum menschlichen Wesen. Die Liebe, welche der Anstoß zur Befriedigung und Ausbildung aller Triebe und Anlagen ist. Mit Liebe meint Feuerbach auch die Liebe zur Natur, zur menschlichen und nichtmenschlichen. Meine Lehre fasst sich in zwei Worten zusammen: Natur und Mensch. Natur ist ein klares, sinnliches, unzweideutiges Wort und Wesen. Das Wesen aber, in dem die Natur ein persönliches, bewusstes, verständiges Wesen wird, ist und heißt bei mir der Mensch. Und dieses verständige Wesen ist der ganze Mensch. Feuerbach trennt ihn nicht in zwei Hälften, in einen sündigen sinnlichen und in einen höheren geistigen Teil. Das ist nun auch eine Besonderheit bei Feuerbach und das geht auch so ein ganz klein bisschen gegen den antisexuellen Zeitgeist des 19. Jahrhunderts. Feuerbach denkt diese Liebe zwischen den Menschen durchaus körperlich. Und das ist nicht etwas Triebhaftes, sondern hier ist der Mensch auch ganz bei sich, ganz im Gefühl. Und das ist auch durchaus eine geistige Verbindung. Das ist eigentlich auch etwas Besonderes und etwas sehr Progressives. Die Liebe des anderen sagt dir, was du bist. Der Liebende allein hat des Geliebten wahres Wesen in Augen und Händen. Um den Menschen zu erkennen, muss man ihn lieben. Die in der Philosophiegeschichte und Göttern als seiend vor. Die Götter sind als wirklich gedachte, die in wirkliche Wesen verwandelten Wünsche des Menschen. Es bedeutet so viel, was der Mensch sich als Tugenden vorgestellt hat und Werte, die er hochachtet, zum Beispiel auch so etwas wie Mitmenschlichkeit und Ehrlichkeit und Solidarität und Respekt und auch Wissen hat ja einen hohen Wert, dass diese Eigenschaften, und die der Mensch auch kämpft und die er auch in sich herausbilden will, diese guten Eigenschaften, dass er die ja in die Idee Gottes verpflanzt, dass also das, was der Mensch wünscht, dass er das auf die Idee Gottes projiziert. Nach Feuerbach ist mit einer einfachen Ablehnung des Gottesgedankens nichts erreicht. Den Gottesgedanken gilt es zu entmystifizieren, ihn zu erkennen als das, was er ist. Eine Projektion menschlicher Wünsche und Hoffnungen, meint die Philosophin Ursula Reitemeier. Von daher kann man auch gar nicht mal sagen, dass Feuerbach die Existenz Gottes
verneint hätte, sondern er hat nur die Existenz Gottes als ein außerweltliches Geschehen verneint. Gott existiert aber zwischen den Menschen und als Idee des Menschen und auch als Idee des Menschen von sich selbst in seiner vollkommenen Ausprägung, wenn es denn möglich wäre, wenn wir all unsere Fähigkeiten, die wir hätten, vollkommen entfalten und entwickeln könnten, dann kämen wir in so etwas wie eine gottähnliche Position. Gott ist so eine Zielrichtung, eine Zielperspektive für uns. Die auf Gott projizierten Wünsche selbst haben ihre Berechtigung, wenn sich der Mensch nicht als isoliertes Einzelwesen, sondern als Gattungswesen versteht. Hinter der Allmacht Gottes verberge sich etwa der Wunsch, die Natur zu beherrschen. Im Glauben an einen fürsorglichen und liebevollen Gott drücke sich der Wunsch nach einem solidarischen, liebevollen Zusammenleben aus und so weiter. Durchschauen die Menschen dieses Wesen der Religion, dann können sie die darin ausgedrückten Wünsche erkennen und sie auch politisch als Orientierung für ihr Handeln nutzen. An die Stelle der Gottheit haben wir daher die menschliche Gattung oder Natur zu setzen. An die Stelle des Jenseits über unserem Grab im Himmel, das Jenseits über unserem Grabe auf Erden, die geschichtliche Zukunft, die Zukunft der Menschheit. Theologie, also die Wissenschaft von Gott, ist eigentlich Anthropologie, die Wissenschaft von Menschen. Der Glaube an Gott